Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch mal das. Das ist die Hive 2, ein Bluetooth-Lautsprecher. Ja, und ich war letzte Woche in London, da kommen auch noch Videos. Und da sind wir mit der Fähre halt von Calais nach Dover gefahren. Und auf der Fähre gab es halt einen Laden und da gab es halt so verschiedene Dinge und unter anderem diesen Bluetooth-Lautsprecher. Der hat da 50 Pfund gekostet, also das sind ungefähr so 70 Euro. Also ist schon, naja, recht teuer, aber halt immer noch nicht das allerteuerste. Dann das Gerät besitzt NFC, also wenn ihr ein Handy habt, was einen NFC-Chip eingebaut habt, dann könnt ihr halt, wenn ihr NFC eingeschalten habt, das Handy dran halten und dann wird es halt automatisch darüber verbunden. Dann, es hat eine 12 Watt Akku, es hat richtig guten Bass, also es haben auch andere gekauft, andere aus meiner Klasse, und das klingt wirklich mega gut. Und es hat 12 Stunden kann man damit Musik hören, wenn es einmal voll geladen wurde. So, auf der Seite sehen wir noch ein paar Angaben dazu, dass halt richtig guter Bass ist. Hier seht ihr nochmal den Namen und hier halt so ein paar Spezifikationen dazu. Ja, wer will, kann jetzt pausieren und sich das durchlesen. Und hier steht auch noch was dazu. Auf der Seite steht auch noch ein kleiner Text. Unten der Barcode und nicht in den Müll werfen und es kann recycelt werden. Und ja, da oben ist der Anschaltknopf, hier ist Pause und weiter, hier ist leiser und lauter. Und hier an der Seite ist halt, da an der Seite ist halt dieser NFC-Chip. Ja. Und da packen wir das gute Stück mal aus, also es kommt in einer, ich hoffe man kann das hören, in einer richtig guten Verpackung, die finde ich sehr sehr super, die Verpackung. Ne? Ja, also, packen wir das gute Stück mal aus. Ja, also ich habe mir jetzt hier auch gleich mal eine Schere dazu genommen. Es geht wahrscheinlich so besser. Ja, also, ich packe das gute Stück aus. Und auf der anderen Seite. Und ich wollte einfach jetzt mit euch mal teilen, wie so der Ton klingt. So. Dann. Ach, hier ist immer noch mehr verklebt. Also. Die Verpackung, muss ich sagen, sehr, sehr super. Mein Ersteindruck von dem Teil. Also, es hat sich gelohnt. Ja? Geh auf. Ja, also ich habe gerade leicht rumprobiert. Man muss es hier, also es geht. Ich habe erst probiert, es so aufzuschieben. Das geht aber nicht. Man muss es so aufmachen. Ja. Wenn es jetzt noch rauskommen möge, dann wäre das viel, viel einfacher. Ja, ich probiere jetzt erstmal das aufzubekommen. Ja, also, ich habe es jetzt herausgefunden, hier drin war übelst der Kleber, vielleicht hört man es jetzt. Ja, hier. Richtig der Klebestreifen. Also das ist die Verpackung. Die legen wir jetzt mal beiseite. Und dann kommen wir hier zum nächsten Teil der Verpackung. Ja, also ich habe es jetzt hingekriegt, die beiden Teile zu trennen. So, das legen wir erstmal hier hin. Was ich euch zeigen wollte, ist noch da.
dieser Anschluss da, das ist ein AUX-Anschluss, also man kann da jedes normale, also man kann da so normales Kopfhörerkabel dran stecken, halt nur, dass an beiden Seiten so ein Anschluss ist und dann könntest du das an jedem PC und so verwenden. Und bevor wir jetzt uns um die Box kümmern, die wirklich hier dran richtig festgemacht war, schauen wir erstmal, was sonst noch im Lieferumfang mit dabei ist. Also das war richtig hier mit Klebestreifen festgemacht. Das musste ich mit der Schere richtig hart durchtrennen. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal die Schere, weil da ist auch nochmal ein kleiner Klebestreifen. Gut, das war's. Also, das erste, was mitgeliefert wird, ist... Also, ich habe selber noch nicht geguckt, was so mitgeliefert wird. Oh, sehr hochwertig. Ein Beutel zum Transport der Tasche. Eine Tasche zum Transport von dem Lautsprecher. Das ist natürlich was sehr Gutes. Dann ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen. Das Teil läuft ja über Strom. Eine Kurzanleitung. Wird sich wahrscheinlich niemand durchlesen. Und das hier ist das Kabel, was ich meinte. Also das kannst du in jeden PC oder in jedes Handy was oder in jedes Gerät, was kein Bluetooth besitzt, kann man das reintun. Und ja, dann kannst du halt so Musik hören. Und jetzt kümmern wir uns um das gute Stück. Das muss man hier unten die Klappe entfernen. Und hier kommt das gute Stück. Ja. Und so sieht's aus. Also es ist hier richtig gut geschützt. Ja. Und so sieht das Teil aus. Hier das NFC. Halt, man kann sein Handy dran halten, wenn es NFC besitzt. Und dann kann man das halt damit verbinden. Hier oben. Zum Anruf entgegennehmen. Oder halt Pause und weiter. Leise, laut und anschalten. Und gleich, wenn ich es mit meinem Handy verbunden habe, zeige ich euch auch nochmal, wie so die Klangqualität ist davon. Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, ich kann das jetzt leider nicht auf meinem eigenen Handy machen, weil ich damit gerade filme. Ja, und deswegen zeige ich es hier auf einem Samsung Galaxy S4. Ich habe dieses Lied genommen und es klingt halt mit dem normalen Lautsprecher vom Gerät, der da ist, klingt es halt so. Zwar auch schon gut, aber halt nie so besonders. Und wenn ich jetzt Bluetooth aktiviere und dann mich mit dem Gerät verbinde, dann, ich hoffe, man hört den Unterschied. Und dann kann man halt da Pause machen, weiter, könnte halt hier leiser machen oder lauter. Und das hier ist halt für an und aus für das Gerät. Und ich kann das ja gleich auch nochmal zeigen mit NFC. Also jetzt habe ich es wieder entkoppelt. Dann schalte ich da NFC an. Also es ist jetzt nicht verbunden. Es hört sich hier über das. Und jetzt, damit ihr es gut sehen könnt, ich halte es einfach da dran. Suche jetzt die Stelle. Und jetzt verbunden. So einfach geht das. Also über NFC geht es super einfach. Und jetzt. Ja, also mein Fazit zum Gerät ist, der Kauf von, also der Preis von 70 Euro lohnt sich. Und ich könnte es nur jedem weiterempfehlen. Also ich kann ja mal auf Amazon gucken, ob ich das da finde. Und wenn ich es finde, dann packe ich euch einen Link in die Beschreibung. Ja, also das war's jetzt mit dem Video.
Ich sag ciao, das war euer Wintry 1611 und das war ein Unboxing vom Hive 2 Bluetooth Speaker. Ciao.